lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Reisen wir mal an einen anderen Ort. Aber hat ja bisher immer gut funktioniert, ne? Ja. Die Gegner will ich treffen. Richtig gut, ich bin bloß sehr schlecht mit schnellen Boss-Moves. Es ist auch schwer zu erkennen, was er machen will. Oh mein Gott, hier ist der Baum. Gehen wir erstmal hier lang. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir die Tür aufbekommen. Aber wir können ja mal lieb anklopfen. Wir kriegen die auf. Wo sind wir denn genau? Ach, guck mal, wir sind über die Brücke sozusagen. Sieht das schön aus. Lass mal, was hier ist. Ist dieses Gebiet schön? Dieses Spiel ist einfach schön. Okay, hier ist nix. Da können wir runter, glaube ich, mit unserem Pferd eventuell. Nee. Hier haben wir einen Aufzug. Schön. Deswegen liebe ich die Riesen. Hier durften sich die Designer ausleben, ja. Oh, das atmet mich hier Gift ein. Okay, keine unsichtbare Wand. Das schon wieder nach unten. Warte mal. Machen wir, dass das wieder nach unten geht. Muss schon nachher nicht so lange warten. Oh. 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 Okay. Glade berühren. Ein sehr, sehr hübsches Gebiet. Wow, das ist das hübsch. Ja, gucken wir mal. Kommen wahrscheinlich, wenn dann auch neue Gegnerarten. Oh. Ist das eine große Rune? Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Ah, hier sollten wir hin, wegen Godrics Rune, ne? Genau. Große Rune wiederhergestellt. So, was macht denn die wiederhergestellte Rune jetzt? Ich muss wieder 20 Jahre suchen. Da. Eine große Rune des Fragmentträgers Godrick. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Diese große Rune ist als Ankerring bekannt und gehört in die Mitte des Elden Rings. Der Eldenfürst Godfrey und sein Nachkommen, der goldene Stammbaum, waren die ersten Halbgötter. Okay. Erhöht alle Attribute, heißt was? Können wir das Ding einfach mal einsetzen? Oder müssen wir es ausrüsten? Für oben sonst noch was? Dieser Baum ist so hübsch, ne? Ich möchte hier auch einfach runterspringen. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Das war es tatsächlich. Spiel zu Ende. Elden Ring gefunden. Nice. Das hier soll ein Riese sein, oder? Oder ein Baum? Hm.
Dann gehen wir wieder runter, ne? Oh, warte mal, stand große Rune. Das habe ich noch gesehen. Große Runen. Im Menü für große Runen könnt ihr große Runen ausrüsten, deren Macht wiederhergestellt wurde. Mit einem Runenbogen lassen sich ausgerüstete große Runen sogar noch verstärken. Erhöht alle Attribute. Ist was genau? Status. Ja, gut, dass wir den. Dass wir ihn wieder runtergeschickt haben. Mehr gibt's hier nicht. Ganzer Ort ist nur für. Hey, mach mal Rune wiederherstellen, oder was? Können wir versuchen, irgendwo abzuspringen. Auf dem Weg nach unten. Kann sein, dass wir sterben. Aber das ist mir egal. Ja. Wir sind übrigens gestorben. Aber wir können versuchen, da noch runterzuspringen. Ah, den Typ haben wir übrigens auch schon getroffen. Den guten Werwolf. Ich kann ja auch noch hier lang gehen. Fällt mir auch mal ein. Ah. Wir haben so viele Gebiete noch, die wir erkunden können. Es ist so cool, ne? Einmal runter, bitte. Mir fällt jetzt erst auf, wie hässlich unsere Schuhe sind. Sieht aus, als ob wir Donald Duck-Latschen hätten. Würde auch gerne hier runterspringen. Das geht uns auch. Geh erstmal hier lang. Was haben wir denn noch hier oben? Raben. Ich sehe nichts. Als ob du da ausgewichen bist. Aua. So? Boah. Ist sehr nervig. Hast du Fluggegner? Goldene Rune 2. Danke, ich wollte eigentlich was trinken. Gut, falsch schon angesichert. Ich hasse Fluggegner. Silberner Federviehfuß.
Ha. Und das war's dann hier, ne? Unser hohes Ross kommen wir nicht. Oh, haha. Ich habe ich noch gesehen. Sturmfalkenfeder. Hübsch. Ja, gut. Was anderes gab es dann nicht, ne? Dann gehen wir mal hier weiter. Ja. Komm, machen wir ein Level ab. Wie viel kostet denn ein nächster Stufenaufstieg? Auch oh, können wir zu Ort perfekt machen. Wir gehen in Stärke rein. Yes. Yes. Wie gesagt, das wird erstmal unser Stärke-Geschicklichkeits-Charakter. Und wenn wir hier das Spiel durchhaben, machen wir uns noch einen Magier. Weil ich auch richtig Bock auf Magie habe. Wann wird sich auch noch zeigen. Oh, das war ein einmaliger Gegner? Okay. Ja, ne? Ignorieren wir einfach die alle und laufen hier weiter. Sagte er und wurde von Ballisten angeschossen. Geil. Die Ballistentypen, das sind echt die allerschlimmsten in diesem ganzen Spiel, ne? Die sind so nervig. Okay, komm. Ja. Ja. Jo. Ja, der ist blöd, ne? Jetzt haben wir keine Ballisten mehr auf mich, ne? Und dann schießen sie weiter mit Pfeilen. So. Aua. So. Minesteine. Mal wieder gerne. Aha. Aber da ganz nach oben kommen wir nicht, ne? Gehofft, dass wir darauf springen können. Aber das funktioniert so nicht. Ich spare Wand vielleicht irgendwo. Oh, sorry. Um dich kümmere ich mich natürlich auch gerne, mein Bruder. Wirklich. Zack. Da ist wieder ein Schmiedestein. Machen wir mal wieder ein Gluck-Gluck. Ist wieder nur so ein Pinökel. Ach, guck mal, das ist so der Anfang von der Burg. Sehr schön. Bin für heute raus. Bis denn. Yo, Lulzig. Danke, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Bis dann, mein Bruder. Und noch einen schönen Abend. Können wir das Ding benutzen? Ne, schade. Was haben wir hier? Goldene Rune 5. Gnade berühren. Yes. Einfache Bürgerkleid. Ja, okay. Die wird nicht gut sein. Aber wir lesen trotzdem den Text. So. Einfache Bürgerkleidung. Dicke. Ja, okay. Das ist genau der gleiche Text wie von einem normalen Gewand. Okay, hier könnten wir wieder da runter. Ah. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich besiege euch gerne nochmal, Jungs.
So. Kurz AFK. Jo, bis gleich. Ha, also sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Hm. Sie mich treten und boxen.